Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Sie sehen, es ist mitten in der Nacht, es ist jetzt 10 vor 1 und ich stehe an der niederländisch-deutschen Grenze in der Nähe von Maastricht und fange ich von Anfang an. Mein Tag begann heute Morgen um 8 Uhr in der Schweiz und ich bin heute von der Schweiz aus an der deutschen Grenze entlang gefahren, war in Frankreich, war in Belgien, bin jetzt in Holland. Noch bin ich in Holland, ein paar Schritte weiter beginnt die Bundesrepublik. Ja, und tatsächlich, Sie sehen es, hier wird nichts kontrolliert. Man kann einfach die Grenze überfahren, ohne dass hier irgendwie die Polizei steht. Der Tag begann heute Morgen für mich recht hoffnungsvoll, weil tatsächlich an der Grenze zu Deutschland in Basel, in der Schweiz, Kontrollen stattgefunden haben. Und das hatte mich so anfangs überrascht. Ich bin dann nach Frankreich gefahren, ins Elsass und wieder zurück. Und auch dort fanden Kontrollen an der Grenze statt. Ja, aber dann, naja gut, ich will nichts vorwegnehmen. Schauen Sie sich das Video an. Nach einer kurzen Werbung in eigener Sache geht's los. Liebe Zuschauer, wenn Sie einmal Max Otte, Volker Hellmeier, Markus Krall oder andere Top-Referenten live auf der Bühne erleben wollen, dann besuchen Sie unseren Kapitaltag 2024. Er findet dieses Jahr am 25. Oktober im Großraum München statt. Ich werde auch dort anwesend sein und einige Interviews mit den Referenten führen. Für mich sind bei solchen Veranstaltungen die Pausen immer auch ganz wichtig, denn dort hat man immer ein bisschen Zeit zu plaudern und kann sich kennenlernen. Ja, es erwarten Sie viele Vorträge. Wie steht es um die drohende Bargeldabschaffung? Wie steht es um die Entwicklung der digitalen Zentralbankwährung? Droht uns noch ein großer Krieg angesichts der weltweiten Krisen? Steht uns ein großer Börsencrash bevor? All das und viel mehr erwartet Sie am Kapitaltag 2024. Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie. Alle Infos finden Sie im Kommentarbereich und auch in der Videobeschreibung unter kapitaltag.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich von der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Unser Team war jetzt ein paar Tage hier in der Schweiz unterwegs. Wir haben eine spannende Reportage gedreht. Da geht es nicht nur um Politik, sondern vor allen Dingen auch um Gesundheit. Und wir waren in einem tollen Hospital hier in der Schweiz zu Gast. Ja, und auf dem Weg zurück in die Heimat wollte ich doch mal schauen, ob tatsächlich an den Grenzen kontrolliert wird. Und in der Tat, es ist so, hier sind 3 Grenzbeamte vor Ort, 3 deutsche Grenzbeamte und sie winken auch ab und an Autos raus und kontrollieren die Insassen. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg und zwar werde ich noch nach Frankreich reinfahren und dann auch da mal schauen an der Grenze, was da los ist und später noch von der holländischen Grenze berichten. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, ich melde mich jetzt aus Kehl an der deutsch-französischen Grenze. Nächste Stadt drüben ist Straßburg und Sie sehen es, im Hintergrund stehen 6 Einsatzwagen der Polizei. Und ja, schauen wir mal auf die andere Straßenseite, was da passiert. Und ja, tatsächlich, gerade ist ein Reisebus an die Seite gewunken worden, der jetzt anscheinend kontrolliert wird. Hinter mir liegt Frankreich, Straßburg ist ein paar Meter nur entfernt und die Grenze ist die Brücke, also der Rhein. Und tatsächlich wird auch hier kontrolliert, eine Person ist gerade angehalten worden und auf seine Personalien überprüft worden. Ja, dann schauen wir mal weiter. Nächste Station ist Belgien. Ja, auf dem Weg zum Auto habe ich dann noch einen Passanten angesprochen und ihn gefragt, wie lange denn diese Kontrollen schon stattfinden. Herr Habib, wie lange wohnen Sie schon in Kehl? 20 Jahre. 20 Jahre. Wie war das früher? Also wir sehen im Hintergrund ja die Polizeiautos. Wann haben diese Kontrollen hier an der Grenze angefangen? 2 Wochen, 3 Wochen, so mehr. Und ist das regelmäßig? Beobachten Sie auch, dass Leute oder Autos rausgewunken werden? Ja, ich sehe jetzt so viel besser. So viel besser. Ja. Wie stehen Sie persönlich zur Migration nach Deutschland, dass halt ganz, ganz viele Migranten zu uns kommen? Das ist nichts gut, dass jetzt fremde Leute nach Deutschland kommen. Ja. Ja. Obwohl Sie selbst halt hier vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, finden Sie das nicht gut? Natürlich nicht gut. Diese Leute nichts arbeiten. Okay. Nur Sozialkassierin. Ich bin 20 Jahre in Deutschland. Ich bin niemals eine Sozial genommen. Ich arbeite selber.
Wie stehen Sie zur AfD und zum Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen? Ich weiß das nichts. Ich kann nichts Antwort geben. Können Sie nicht sagen? Nichts sagen. Okay. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Danke auch. Dankeschön. Ja, tatsächlich bin ich jetzt gerade über die Grenze gefahren, ohne dass irgendwelche Kontrollen stattgefunden haben. Da war keine Polizei und gar nichts zu sehen. Ich habe jetzt gewendet und fahre die Strecke nochmal ab, um Ihnen das jetzt einmal zu zeigen. Ja, und Sie sehen es, hier ist der Grenzübergang und von Polizei und Kontrollen weit und breit nichts zu sehen. So, und jetzt fahre ich mal wieder zurück nach Deutschland und Sie sehen es, auch hier keinerlei Kontrollen. Ich habe übrigens vorhin nochmal die deutsch-französische Grenze überquert, habe da vergessen, die Kamera anzumachen, aber auch dort keine Kontrollen und Sie sehen es, von Polizei weit und breit keine Spur zu sehen. Ja, Sie sehen es, es ist mittlerweile dunkel geworden, aber ich bin noch frisch und guter Dinge und auch gar nicht müde. Ich komme jetzt gleich an die belgische Grenze, dauert noch so 20 Minuten. Und ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet, ob da Kontrollen stattfinden. Es ist ernüchternd, ich war heute Morgen doch positiv überrascht, dass kontrolliert wurde. Aber das ist nur wirklich sporadisch an bestimmten größeren Grenzübergängen. Es gibt so viele Punkte, an denen man ohne irgendwelche Kontrollen nach Deutschland einreisen kann, wo nichts von der Polizei zu sehen ist. Ja, fahren wir weiter. Liebe Zuschauer, mittlerweile bin ich 16 Stunden unterwegs. Es ist jetzt fast, ja, es ist fast Mitternacht und ich stehe an der Grenze zwischen Deutschland und Belgien. Und ja, hier ist überhaupt nichts zu sehen. Weder, dass hier irgendeine Polizei steht, noch, dass in irgendeiner Form kontrolliert wird. Man kann hier einfach die Grenze überschreiten ohne Kontrolle. Und ich bin auf dem Weg hierhin jetzt noch zweimal nach Frankreich rübergefahren und wieder zurück. Und auch da war es so, dass ich nicht einmal kontrolliert wurde. Jetzt fährt gerade ein Auto vorbei, Sie sehen es. Es fährt nach Belgien rein und auf der anderen Seite gibt es auch keinerlei Kontrollen. Das Ganze erscheint mir nun nach dem heutigen Tag tatsächlich wie eine Farce. Es kostet unglaublich viel Geld, diese Grenzkontrollen, diese Fake-Grenzkontrollen hier durchzuführen in Deutschland. Aber sie bringen überhaupt nichts, weil es so viele Schlupflöcher gibt und so viele Grenzübergänge, die einfach nicht bewacht sind. Und natürlich verfügen auch die Flüchtlinge über Handys und über WhatsApp und da geht ganz schnell rum, wo und wie man unbehelligt in Deutschland illegal einreisen kann. Aber meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich fahre jetzt noch weiter nach Maastricht, das ist gar nicht so weit weg, und schaue da nochmal, was da an der Grenze los ist. Und ja, dann geht es dann ab nach Hause. Ja, ich melde mich gleich nochmal von der holländischen Grenze. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt am Ende meiner Reise angekommen. Nein, noch nicht ganz. Ich muss noch nach Hause fahren. Ich stehe hier am Grenzübergang Niederlande-Deutschland in der Nähe von Maastricht. Und Sie sehen es, hier ist keinerlei Polizei. Die Autos fahren an mir vorbei, ohne kontrolliert zu werden. Es gibt keinerlei Kontrollen hier, genau wie in Belgien auch. Es ist also nach wie vor sehr, sehr einfach, illegal nach Deutschland einzureisen. Diese versprochenen Grenzkontrollen von Nancy Faeser, diese sporadischen, naja, was sollen die bringen? Gar nichts. Und tatsächlich ist es so, dass ich am Anfang so gedacht habe, in Basel heute Morgen, naja, gut, die kontrollieren ja doch. Dann auch in Frankreich wurde auch ein bisschen kontrolliert, okay. Aber ich bin dann während der Reise noch ein paar Mal über die Grenze Deutschland-Frankreich gefahren, ohne kontrolliert zu werden. Und ja,
Sie sehen es gerade, ein Auto fährt vorbei, einfach so von Holland nach Deutschland, ohne irgendwelche Kontrollen. Und tatsächlich ist das Ganze nur Augenwischerei. Man will jetzt hier so tun, als würde man handeln, als würde man gegen die illegale Migration vorgehen. Man tut gar nichts, man tut auf Deutsch gesagt einen Scheißdreck. Es läuft alles so weiter. Das Einzige, was sie tun, ist Geld zu verbrennen mit diesen sinnlosen Kontrollen, mit diesem Einsatz, mit diesem Fake-Einsatz von Beamten an manchen Punkten. Ansonsten sind die Grenzen weiterhin offen wie bisher. Und daran wird sich auch nichts ändern. Die werden das jetzt ja, bis zur nächsten Bundestagswahl so sporadisch durchführen, ohne dass es irgendwelchen Sinn macht oder zu irgendwelchen Erfolgen führt. Und ja, es ist einfach nur noch erschütternd, was diese Regierung sich leistet. Und ich hoffe, und das ist meine große Hoffnung, dass immer mehr Menschen aufwachen, dass sie begreifen, was hier passiert, dass das Ganze absichtlich herbeigeführt wird, dass möglichst viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen sollen. Dr. Maaßen sprach ja immer von einem Bevölkerungsaustausch. Und naja, was soll man sagen, ja? Da hat er wohl recht. Gut, ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da. Und ganz wichtig, empfehlen Sie dieses Video all Ihren Freunden innerhalb der Familie und Ihren Bekannten. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie unser Magazin abonnieren würden. Damit können Sie unsere Arbeit unterstützen. Oder Sie schauen sich unsere neue Mitgliedschaft auf dem Kanal an, unsere Kanalmitgliedschaft. Und wir würden uns freuen, Sie als Mitglied begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich bei Ihnen, mache mich jetzt auf den Heimweg und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium Frau Faeser schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen, was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.